Moin Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Hier habe ich einen LED-Werkstattstrahler von Parkzeit gekauft. Das Ganze wird wahrscheinlich auch ein sehr kurzes Video werden. Ja, warum habe ich den gekauft? Ich möchte mit diesem Strahler einfach meine Videos besser ausleuchten. Ich möchte ihn irgendwie an meinem Stativ befestigen. Vielleicht muss ich dafür noch eine Halterung drucken. Das würde ich dann aber in einem anderen Video machen. Hier beschränke ich mich jetzt einfach nur auf das Produkt von Parkzeit. Was steht dann hier drauf? Wir haben LED-Werkstattstrahler PAASA2. Wir haben dann einen Lichtstrom von ca. 2400 Lumen, eine Farbtemperatur von 5000 Kelvin und eine gesamte Leistungsaufnahme von ca. 23 Watt, was mir doch etwas wenig vorkommt. Zumal dort drunter dann die Steckdosenleistung von 2500 Watt angegeben ist. Ja, hier drüben dann noch einmal bis zu 80% Energieersparnis, wahrscheinlich bezogen auf einen herkömmlichen Halogenstrahler. Ja, 3 Jahre Garantie, 1,5 Meter Kabellänge, ein Einstellwinkel von 15 Grad und Abstrahlwinkel von ca. 100 Grad. Packen wir das Ding nochmal aus. Okay, ja, relativ einfach verpackt. Pappschachtel und Folie. Was haben wir dabei? Einmal eine Bedienungsanleitung. Ja, die hat auch nur irgendwie 4 Blätter. Allgemeine Sicherheitshinweise, bla bla, Größe und so weiter. Und der Strahler selbst. Da fällt mir doch gleich hinten auf, dass wir hier 2 Steckdosen haben. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Deswegen auch die Angabe mit 2500 Watt. Und zwar kann man nämlich, so wie es aussieht, den Stecker in die Steckdose stecken und hat gleichzeitig einen Zweifachverteiler integriert. Das heißt, man kann den Strahler einschalten, kann aber auch gleichzeitig 2 Geräte bis maximal 2500 Watt Gesamtleistung anschließen. Ja, das ist cool. Mein Keller ist sowieso ein bisschen rar an Steckdosen. Da wird mir das auf jeden Fall hier behilflich sein. Finde ich gut. Der Strahler selbst, ja, der hat ein moderates Gewicht, ist hier aus einem matten Kunststoff gefertigt und hat zentral eine LED. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier eine LED-Bank aus vielen kleinen LEDs hat, sondern es ist hier eine große in der Mitte. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Hier haben wir den kleinen Standfuß, der einfach ohne Rastposition hier verstellbar ist. Das Netzkabel, 1,5 Meter Länge, wie ich schon gesagt habe. Ist auch ein sehr dickes und massives Kabel. Also hier echt gute Qualität von der Haptik. Und hat hier den Sicherheitsstecker. Hier befindet sich der Knopf zum Ein- und Ausschalten des Strahlers. Unter einer Gummikappe versteckt. Das heißt auch Staub und wahrscheinlich Spritzwasser geschützt. Wenn man hier seitlich nochmal reinguckt, dann sieht man den großen Kühlkörper, der erforderlich ist für die große LED. Denn eine LED von dieser Größe erzeugt sehr viel Wärme. Zwar nicht so viel Wärme wie eine Halogenbirne oder wie eine Glühfadenlampe, aber doch schon einiges an Wärme und die muss abgeführt werden. Und das sieht man hier mit dem Kühlkörper. Das passiert hier aber nur indirekt. Also hier ist jetzt kein Lüfter oder so sichtbar. Das heißt, das Ganze arbeitet geräuschlos. Ja, funktionieren tut er auch. Man sieht gleich, die Kamera regelt nach, hat den ISO-Wert verstellt, beziehungsweise die Verschlusszeit. Ja, genau, die Verschlusszeit. Also, super schönes, helles Licht, muss ich sagen. Einen angenehmen, ja, angenehmen Ton. Statt hier drauf 5000 Kelvin, also kaltweiß. Und es ist sehr angenehm für Videos, da dies die Farben nicht verändert. Das ist bei dem Warmweiß ja immer das Problem, dass das alles dann gelblicher wird. Und das finde ich gut hier in diesem Fall. Ich habe jetzt die Beleuchtung meines Kellers deaktiviert, habe jetzt den Baustrahler angeschlossen und die Kamera so eingestellt, dass die Helligkeit auf dem Bildschirm der Helligkeit des Raumes entspricht. Also dass das ein stimmiges Bild ergibt. Jetzt schalte ich den Strahler mal ab, um nochmal zu zeigen, dass es wirklich auch dunkel ist im Keller. Und dass es mit Strahler auf jeden Fall super ausgeleuchtet ist. Wenn man ihn jetzt zum Beispiel an der Decke anbringen würde oder so, könnte er wunderbar eine Deckenbeleuchtung ersetzen. Und die Helligkeit reicht allemal aus zum Arbeiten. Und wenn man ihn nahe dem Werkbereich platziert, also ich habe jetzt hier ungefähr einen Abstand von 5 Metern zur Wand vom Strahler, dann funktioniert das Ganze hier sehr gut. Ja, Fazit des Ganzen. Mir gefällt der Strahler sehr gut. Sowohl die Optik als auch die Verarbeitung mit dem dicken Kabel und dem robusten Kunststoffgehäuse. Also Stöße und Kratzer werden hier nicht so stark auffallen wie bei einem lackierten oder bei einem glatten Gehäuse. Die Lichtqualität gefällt mir sehr gut und vor allem hier die Funktion mit den beiden Steckdosen hier. Der Strahler hat 30 Euro gekostet und das ist völlig okay für so ein Produkt. Von mir bekommt
dieser Strahle auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis bald.